Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute möchte ich wieder mal was zum Thema Virtualisierung bringen. Und obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch auch bitte meinen Channel. Wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, gibt es da auch noch ein Glöckchen. In einer der letzten Videos hatten wir ja die Windows Sandbox uns angeschaut, die ja sehr gut ist, wenn man mal schnell was testen will und sozusagen nicht Gefahr laufen möchte, sich das eigene System zu versauen. Was der große Vorteil ist, ist natürlich auch gleichzeitig der große Nachteil. Wenn man die Windows Sandbox wieder neu startet, ist die wieder zurückgesetzt. Das heißt, alle Inhalte, Einstellungen und alle Experimente sind entfernt. Das möchte man natürlich nicht in jedem Fall immer so haben. Zum Beispiel, wenn man jetzt Entwickler ist, dann will man vielleicht sich einen kleinen Serverdienst aufbauen, den man dann auch zum Testen und Probieren nutzt. Oder man hat irgendwelche Berechnungen rumlaufen. Oder wenn man Anwendungen hat, die auf einem anderen Betriebssystem laufen und die man selber nutzen möchte, beziehungsweise man eine Anwendung in einer isolierten Umgebung laufen lassen möchte und aber trotzdem damit normal arbeiten möchte. In beiden letztgenannten Szenarien sollen ja die Daten auch nach einem Nullstart wieder da sein. So, da ist erstmal die Entscheidung, was braucht man denn? Windows 10 in der Version Pro, Enterprise und auch in der Education-Version haben bereits Hyper-V an Bord. Das kommt aus dem Windows-Server-Bereich. Und genau dafür ist es ja auch gut. Das heißt, wenn man typischerweise einen Serverdienst laufen lassen möchte, dann oder ein separates Betriebssystem mit ein bisschen Serveranwendungen drauf laufen möchte, ist dieses Hyper-V natürlich oder würde in meinem Fall immer die erste Wahl sein. Wenn man mit dem fremden Betriebssystem auch arbeiten möchte, also wirklich parallel, dann ist Hyper-V nicht ganz so geeignet, weil die Zugänglichkeit der Oberfläche ist halt, sage ich mal, dafür nicht ausgelegt. In dem Fall nutze ich VirtualBox und mit VirtualBox werden wir uns heute mal ganz kurz beschäftigen. Das heißt, wir installieren das mal kurz, richten mal eine VM ein. Und das, wo es dann wirklich interessant wird, ist, wenn man dann dieses zweite Betriebssystem hat, dass man nicht das ganze Fenster des Betriebssystems sieht, sondern nur die einzelnen Fenster der Anwendungen darin. Das heißt, man hat gleichzeitig seinen lokalen Desktop und die Anwendungen aus dem sozusagen Gastbetriebssystem. Als Gastbetriebssystem habe ich mir eine Linux-Distribution ausgesucht, und zwar Linux Mint. Das habe ich mir hier schon heruntergeladen. So, als erstes gehen wir mal auf die Webseite virtualbox.org und dann starten wir einfach mal hier mit dem Klick auf den großen Button oder gehen wir mal auf die Download-Seite. Und wir haben jetzt natürlich einen Windows-Host. Man sieht, man kann das jetzt auch für Mac OS X, Linux oder Solaris installieren. Wir nehmen jetzt erstmal ein Windows-Host. So, laden das mal runter. Da haben wir den Installer. Ausführen. Und weiter. Das können wir alles so lassen. Die Installation lasse ich auch immer so. Und ja, das können wir jetzt alles anlegen mal. So, jetzt war es bei Ihnen, bei euch mal ganz kurz schwarz. Das ist halt diese Windows-Benutzer-Authentifizierung. Das heißt, wenn man Admin ist, da kommt so ein Ja-Nein-Kästchen. Und wenn man nicht Admin ist, kommt da eine Passwort-User-Aufforderung. Oder sollte kommen. Ansonsten sind die Sicherheitsmaßnahmen von Windows 10 nicht richtig eingestellt. So. Das heißt, man kann die VirtualBox auch nur mit administrativen Rechten richtig installieren. So, fertigstellen. Jetzt findet man die VirtualBox einfach hier, indem man hier mal kurz sucht oder auch nicht. Da haben wir sie.
Und dann können wir die gleich mal an Start anheften und beziehungsweise an die Taskleiste. So, starten wir das Ganze mal. Ach, da sind wir. So, wir sehen hier, also jetzt sich nicht irritieren lassen, ich hatte mal vor kurzem schon mal einen Test gemacht, deshalb ist hier schon ein System drin. Wir sehen hier, der möchte jetzt eine alte Version der Virtual Extension Packs ist hier installiert, das heißt von der vorhergehenden Version noch. Natürlich möchte man die haben. Damit man das installieren kann, muss man die Anwendung als Administrator ausgeführt haben. Also ich bin ja jetzt Administrator, deshalb habe ich jetzt kein Problem. Wenn man als normaler Benutzer VirtualBox startet, da kommt auch diese Meldung, aber da lässt sich diese Extension nicht installieren. Das heißt, man müsste das mal mit am besten, also ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ja, installieren das mal. Natürlich alles zustimmen hier. Und da war wieder ganz kurz das schwarze Fenster. Und okay. Und ja, Install kann natürlich auch gleich gelöscht werden. Also wenn man jetzt als normaler User unterwegs ist, dann sollte man, um die Extension zu installieren, mal ganz kurz hier als Administrator die Anwendung ausführen. Bitte aber dann darauf achten, die Anwendung wieder zu schließen, da man ja dann die Anwendung als Administrator gestartet ist. Das heißt, wenn man das zweite Mal das als normaler User startet, dann sind natürlich alle gemachten Änderungen bzw. neuen VMs nicht sichtbar, weil die ja unter dem Administrator-Account dann angelegt sind. Okay. Dann legen wir mal ganz einfach eine neue virtuelle Maschine an. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf Neu. Dann sollte man hier ein entsprechendes Verzeichnis, also ich mag das eigentlich nicht, dass es hier in diesem User-Verzeichnis ist. Ich habe für diese Fälle immer ein separates Verzeichnis. Ich mache das jetzt mal aber mal auf ein komplett anderes, andere Partition. Haben wir es ja. Und da sagen wir jetzt einfach mal Linux Mint. Und will das natürlich nicht. Machen wir hier Linux Mint als Ordner und den Ordner auswählen. So, dann geben wir hier Test Linux Mint ein oder halt irgendwas anderes. Linux ist ja schon als Betriebssystem vor. Man sieht hier, sind ganz andere sagen wir, Varianten auch noch verfügbar. Und wir haben jetzt ein Ubuntu, also das Linux Mint basiert auf Ubuntu. Es gibt aber auch noch eine zweite Variante, die auf Debian installiert. Das ist nicht ganz so gravierend, wenn man hier das falsche eingestellt hat, aber es ist natürlich besser, weil dann sind bestimmte Anpassungen existent. Wenn man jetzt gar nichts hier drin in der Liste findet, dann nimmt man einfach ein unbekanntes, also ein anderes Linux sozusagen. Wir haben jetzt sozusagen ein, sage ich mal, ein Linux Mint, was auf Ubuntu basiert. Und man könnte jetzt noch den Expertenmodus machen, brauchen wir jetzt nicht. Gehen einfach mal weiter, dann geben wir mal ein bisschen RAM drauf. Ich würde jetzt mal, ich gebe jetzt mal 4 GB einfach. Und wollen wir natürlich auch eine Festplatte erzeugen. Und wir nehmen jetzt hier die Standardeinstellung weiter. Sagen auch dynamisch. Und 10 GB ist vielleicht ein bisschen wenig. Da nehmen wir mal 40 GB. Na, das war immer nichts. Das sollte für den Test jetzt reichen. Und sagen einfach erzeugen. So, jetzt würde ich das noch nicht starten, weil da sind noch so ein paar unschöne Dinge, die man während des Assistenten nicht einstellen konnte. Und deshalb gehen wir da einfach nochmal auf Einstellungen. Und dann, also hier könnte man jetzt noch Festplattenverschlüsselung und so ein paar andere Sachen einstellen, aber das ist jetzt nicht so interessant. Interessant ist jetzt erstmal, Diskette können wir hier mal rausnehmen. Dann wollen wir das von DVD zuerst gebootet wird, dann von der Festplatte.
Dann möchten wir nicht nur eine CPU haben, sondern wir geben jetzt mal frecherweise 4. Und das können wir alles so lassen. Dann haben wir hier eine Anzeige. Ich gebe da einfach mal ein bisschen mehr. Wir haben ja genug und man könnte sogar mehrere Bildschirme hier machen. So, Massenspeicher ist alles okay. Hier würde ich jetzt sozusagen unser Linux Mint integrieren als Boot. Und dann hätten wir noch das Netzwerk. Und zwar würde ich hier in dem Fall Netzwerkbrücke nehmen. Das heißt, Netzwerkbrücke ist der Netzwerkadapter. Also das heißt, dann ist man in demselben Netzwerk wie die Host, also wie der Host, wie unser Windows 10, was hier unten drunter ist. Okay. Wichtig wäre noch zu erwähnen, damit man hier eine virtuelle Maschine starten kann, darf weder Hyper-V noch die Windows Sandbox aktiviert sein bzw. installiert sein. Also da gibt es einen Konflikt, um auf die Virtualisierungsressourcen, also die Hardware-Ressourcen auf dem System zuzugreifen. So, wir starten jetzt einfach mal die VM. Und sehen erfolgreich ein Bootbildschirm. Meldung hier aus. So, jetzt haben wir die Linux Mint Live CD-Variante gestartet. Das heißt, es ist noch nicht installiert, aber wir sehen, Netzwerkkarte ist erkannt und es läuft, da würde ich jetzt einfach mal die Installation starten. Nehmen wir mal die deutsche Sprache. Das können wir auch lassen. Ja, nehmen wir natürlich alles. Und die Festplatte kann er komplett benutzen. Wir hatten ja eine neue kreiert und wollen keine Daten übernehmen. Und noch weiter. So, jetzt machen wir einfach mal Test. Und ein Passwort. Schön, dass es ein neues Java gibt. So, da haben wir es geschafft und wir starten jetzt mal das ganze System neu. Das heißt, die virtuelle Maschine starten wir mal neu. Übrigens sollte man hier schauen, dass die Install-CD hier entfernt ist, natürlich, ist aber schon nicht mehr gemountet. So, das heißt einfach Enter. So. Dann geben wir unser Passwort ein. Und unsere Oberfläche ist gestartet. So, jetzt haben wir das Betriebssystem ja als Fläche. Ja? So, das ist aber, wir können mal das hintere Fenster runter machen. So, und das würde aber bedeuten, wenn wir jetzt eine
das Ganze im Vollbildschirm ausführen. Also. So. Jetzt sehen wir das ganze Problem. Wir haben ja hier diese kleine Leiste, da können wir das jetzt natürlich wieder kleiner machen. Anzeige, skalierter Modus einschalten. So, das heißt, wir haben jetzt den Bildschirm des Gastsystems immer über unseren Fenster liegen. Das ist das natürlich, was wir jetzt nicht wollen. Deshalb machen wir jetzt Anzeige, wir wechseln wieder in den Vollbildmodus und wir legen jetzt die Gastwatterungen ein. So. Linux Mint kann natürlich gleich Autostart starten. Wenn das jetzt eine andere Linux-Distribution ist, ist es nicht unbedingt. Auf der Seite von VirtualBox steht es erklärt, wie man das in den jeweiligen Betriebssystemen installiert. Unter Windows und auch unter Linux Mint. In diesem Fall funktioniert das einfach hier mit dem Autostart. Und wir führen das hier einfach mal durch. Dann müssen wir natürlich wieder unser Passwort eingeben. Ups. Um uns zu legitimieren. Das heißt, es sind jetzt spezielle Treiber, die da installiert werden. So, fertig sind wir. So, und jetzt gehen wir mal in die Anzeige. Da sehen wir, nahtloser Modus ist noch nicht aktiv. Das heißt, wir starten das ganze System mal neu. In den skalierten Modus gehen hier und sagen hier Neustart. Login. So, nach dem Neustart als allererstes würde ich erstmal kontrollieren, ob denn die Zwischenablage zwischen beiden Systemen funktioniert. Also wie gesagt, um dieses kleine Menü da zu öffnen, habe ich jetzt die String-Taste und POSE 1 gedrückt. Und dann geht man hier unten einfach erstmal auf gemeinsame Zwischenablage und Track and Drop. Das heißt, die sollten beide auf bidirektional stehen, damit das funktioniert. So sollte das der Fall sein, dann einfach auf Anzeige und wir sehen jetzt hier nahtloser Modus gibt es. So, drücken hier mal drauf, einschalten und wir haben gesehen, dass hier die Taskleiste von dem Linux Mint hier unten jetzt ist. So, wir sehen aber nach wie vor unseren Windows Desktop. Das heißt, ich habe hier meinen Windows Explorer mit dem Nachteil, dass halt die Tastleiste von dem Linux Mint nach hinten fällt, kann man sich aber hier mit dem Klick hier einfach wieder nach vorn holen. So, jetzt können wir hier ganz einfach mal zum Beispiel den Dateibrowser von Linux öffnen. Das war der falsche Knopf. So, und wir sehen, dass man die ganz normal, wie man das von Windows-Fenstern kennt, auch so übereinander legen kann. Hat hier natürlich einen kleinen Rahmen, ist aber nicht so schlimm. Vorteil ist jetzt, dass man sagen kann, gut, ich kopiere jetzt das hier einfach hier rüber. Funktioniert einfach nahtlos. Und genauso ist das zum Beispiel, wenn man irgendwas Textmäßiges kopieren will. Das heißt, ich mache hier mal ein leere Datei und nehme mal aus meine neue Textdatei und kopieren hier mal irgendwas rein, kopieren das und öffnen unter dem Linux Editor und kopieren das einfach hier rein. Genauso geht das andersrum, dass man sagt, hier machen das mal hier mit Zahlen, damit das ein bisschen zu erkennen ist. Wir kopieren hier etwas und können das hier einfügen. Als ob das das gleiche System ist.
So, das war eigentlich soweit alles. Das heißt, man könnte jetzt eine Anwendung in dem Linux laufen lassen und die würde sich so ziemlich so verhalten, als ob die integriert wäre in Windows. Das Einzige, wo es dann noch was noch zu beachten gibt, die Windows-Drucker sind nicht gleichzeitig auf dem Linux-Betriebssystem eingelegt. Das heißt, die muss man dann schon unter dem Linux-Betriebssystem auch nochmal einrichten. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonnieren und ich wünsche euch ansonsten einen wunderschönen Rest der Woche bzw. einen guten Start in die neue Woche und ich freue mich, wenn ihr das nächste Video auch anschaut. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Bis dann, euer Christoph.